Heute ein richtig cooles Gadget für alle Couch-Potatoes unter euch da draußen. Denn wir bauen uns heute nämlich einen richtig coolen Sofa-Butler. Was das genau ist, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Bis gleich. Ja, was ist denn ein Sofa-Butler oder ein Couch-Butler? Ja, das ist einfach so ein kleines Tischchen, wo man hier dann sein Essen organisieren kann, sein Getränke reinstellen kann oder sonst irgendwas, je nachdem, wie man es halt baut. Ihr kennt es bestimmt, wenn man Schälchen auf der Couch stehen hat, ohne dann jedes Mal an den Tisch zu fassen. Das fällt mal um oder man ist einfach zu faul aufzustehen. Und so hat man alles in diesem kleinen Tischchen hier organisiert. Ich werde das Ding nicht für mich bauen hier, sondern es soll ein Geschenk werden. Derjenige hat es sich einfach gewünscht. Es gibt im Internet einige zum Kaufen, die sind aber teilweise roundabout um die 100 Euro, wo ich mir denke so, what, 100 Euro für so einen Sofa-Butler? Nee, das können wir uns selber bauen und das genau machen wir nämlich heute. Was wir alles dazu brauchen, eigentlich wirklich nicht viel. Und zwar, ich werde hier diese GN-Behälter benutzen, das sind da solche, keine Ahnung, das sind aus dem Gastrobereich genormte Behälter. Das ist jetzt ein GN 1/9 mit 100 und das ist ein GN 1/6 mit 100er Höhe. Die beiden werde ich einsetzen hier. Ihr könnt es natürlich planen, wie ihr wollt mit diesen Größen hier, denn ich werde euch natürlich unten alles verlinken. Die gibt es in jedem erdenklichen Größen, gibt es diese Behälter hier aus dem Gastrobereich. So, seine Einrichtung im Wohnzimmer ist relativ dunkel gehalten, aber gemischt mit Weiß. Deshalb werde ich jetzt hier auf, das ist jetzt hier Akazie, Restholzbrett, Akazie lasiert, dunkel lasiert und hier weiße beschichtete Bretter einfach nehmen. Das werden die Seitenwände werden und darauf werden wir jetzt gehen. Ich hoffe, das passt dann auch in sein Wohnzimmer rein, weil er hat jetzt eigentlich eher diese Farbe und diese kombiniert. Deshalb wollen wir einfach mal schauen. So, im Endeffekt können wir jetzt eigentlich schon mal loslegen. Ich plane das Ganze hier, das Brett hat eine Länge von 390 mm und ich schätze mal, die Breite werden wir dann irgendwo so rauskommen. Ja, ich sage jetzt mal einfach, da gehen wir auf 300 mm, das werden wir uns dann gleich mal zusägen. So habe ich es jetzt mal ausgelegt, so sollte es eigentlich werden. Könnt ihr jetzt mal sehen, so ist der Plan jetzt hier mal für zwei Bier. Ich könnte hier theoretisch auch drei reinmachen. Ja, das sehen wir nachher dann einfach. Da muss man noch weniger aufstehen. Und die Behälter, da lassen wir jetzt 1 cm Rand hier. Wir müssen aber bedenken, wir dürfen nicht so groß aussägen, sondern wir gehen jetzt bis zum Gehäuse und werden hier 2 cm reingehen. Hoppala. Und werden hier 2 cm reingehen. Und das machen wir auf allen Seiten auch hier. 20 mm. Und so werden wir das Ganze dann anzeichnen. Und die Löcher werde ich mit Lochsägen bohren. Ihr könnt es natürlich auch Kreisschneider verwenden. Aber diese Profit kann ich euch nochmal verlinken, das Video. Das sind echt coole Teile hier. We'll be right back.
feel his head worth making forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. It's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Free sometimes, but what doesn't make you will only make you stronger if you believe what they say. Might be that another day she would have wished to stay, but they're done. Red eyes while they shine. Don't you wanna have fun? So, meine Lieben, wir müssen es jetzt erstmal trocknen lassen und ich bin jetzt echt richtig begeistert davon, wie genau ich das hinbekommen habe, denn ich habe hier absolut keinen Überstand und das wundert mich, denn man muss da wirklich hier auf einen Millimeter genau sägen, damit man das hinkriegt und das mit der Tischkreissäge hier auch Gärungen zu schneiden, wow. Ich habe das Ganze jetzt mal drauf gespannt, dass der Leim genau in dieser Form hier austrocknen kann, dass es auch hält. Ich bin echt begeistert, dass es hier gar nichts drüber steht. Und man spürt es ganz leicht an manchen Stellen, aber die sieht man nicht, die spürt man nur. Richtig cool. So, ihr habt es jetzt auch gesehen. Ich habe hier nochmal einen Schlitz rein gefräst. Dieser Schlitz soll fürs Handy sein, für die Fernbedienung sein. Da kann man die Fernbedienung reinstellen. Das sind 3 cm. Und das habe ich ja mit der Fräse gemacht, mit der Oberfräse. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, mit diesem Chick hier, mit diesem Fräs-Chick hier, Vorrichtung, die ich mir erst vor ein paar Wochen gebaut habe, kann ich euch nochmal hier das Video verlinken. Es geht sowas von genau und sowas von sauber zu fräsen. Also dieser Schlitz hier, der ist sowas von genau gefräst. Echt mega. Also das hat nicht bei mir auf dem Frästisch nicht draufgepasst, dieses Holzstück. Deshalb habe ich natürlich mein Chick hier verwendet. So, jetzt muss das Ganze trocknen, aber in der Zwischenzeit können wir noch was anderes machen. Und zwar, hier habe ich eine Holzleiste. Denn das ganze Gerüst hier soll, oder das ganze Gerät hier, soll noch einen Boden bekommen. Ihr könnt natürlich auch die gleiche Platte wieder verwenden wie oben, aber ich möchte ein bisschen Gewicht sparen. Deshalb mache ich hier noch eine Holzleiste rein, hier auf diese Längen außenrum, die werde ich noch dann festmachen. Und als Boden nehme ich ganz einfach noch mal ganz normale, günstige Breschbahnplatte, was es auch immer ist. Und hat 3 mm. Das wird dann hier einfach auf 3 mm Höhe angesetzt, dass es genau eben ist und auf die Holzleiste draufgeschraubt. Und das werden wir jetzt noch machen.
So, meine Lieben, wir sind fertig und es ist richtig geil geworden. Mir gefällt es so gut. Ihr habt es gesehen, ich habe hier noch Griffe dran gemacht, dafür, dass man es einfach richtig schön von der Küche auf die Couch tragen kann, damit man da nicht noch ausrutscht und das Ganze fallen lässt. Und dann auf der Couch kann man es noch hin und her ziehen. Wenn man da jetzt zu zweit auf der Couch hockt, dann hin und her ziehen am Griff für die ganz Faulen unter euch. Gut, ihr habt es ja noch gesehen, auch noch gesehen, ich habe das Ganze ja leicht angeschliffen hier. Das sind nur manche Stellen habe ich angeschliffen, da habe ich so einen Used-Look erreicht. Das ist das Dunkle ein bisschen angeschliffen, dann kam das Helle raus von der Akazie und es schaut mal richtig geil aus. Ich habe das Ganze danach dann geölt mit meinem Bioöl, das kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Und das Holz habe ich dann noch versiegelt mit diesem Wachs hier. Wie gesagt, alle Sachen, die ich im Video verwendet habe, werdet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich finden. Ebenso habt ihr ja auch diese Platte hier gesehen. Wer sich fragt, was das ist hier, das ist meine Vakuumplatte. Dieses Video habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen mal gemacht. Ist ein richtig cooles Gadget in der Werkstatt. Ich bin so froh, dass ich sie gebaut habe. Und da könnt ihr auch mal einfach drauf schauen. Noch was, Leute. Jetzt seid mal ganz ehrlich. Also das ist doch wirklich jetzt hier ein Gadget, das die Menschheit absolut nicht braucht. Aber irgendwie hat es doch was. Wie ist eure Meinung darüber? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Oder kennt ihr vielleicht jemand, der sowas brauchen könnte als Geschenk oder sonst irgendwie? Bin ich mal gespannt, was da von euch kommt. Aber ich würde sagen, wie gerade eben erwähnt, wir bestücken das Ganze und schauen es einfach mal an. So, ich habe da mal was vorbereitet. Oh, lecker, Leute, schaut's mal. Ah, das hier beim Fernsehabend optimal. Pinke Häschen, nein, nicht pink, rosa Häschen hier noch. Eine Flasche Bier mit rein. Dann mein Cocktailglas, wenn ich will. Oder sonst irgendwas. Meine Dosen kann ich dann noch reinstellen hier. Sogar eine Flasche Wein passt richtig rein. Und gut ist. So, und jetzt habt ihr diesen Schlitz hier. Hier in den Schlitz könnt ihr zum Beispiel die Fernbedienung reinstellen. Könnt ihr auch mein Handy reinlegen. Oder sonst irgendwas, was halt noch Platz hat und flach ist. Das muss ich aber erstmal heute Abend hier selber auf der Couch testen, bevor ich das verschenken kann. Denn man weiß ja nicht, ob es irgendwie eine Fehlfunktion hat. Naja, gut. Leute, ihr könnt das Ganze auch planen, wie ihr wollt. Das könnt ihr auch weiter nach unten, also schmaler bauen, denn diese Behälter gibt es auch in klein. Das müsst ihr einfach mal gucken. Wie gesagt, es ist unten alles verlinkt und da müsst ihr einfach mal gucken, was ihr da haben wollt, wenn ihr nicht so eine Tiefe habt, weil da passt halt dann schon ein bisschen mehr rein. Na gut. So, Leute, lasst doch bitte einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und ich habe mir jetzt erstmal ein Bier verdient. So, Prost, Leute, und bis zum nächsten Mal. Servus.